ihr Lieben, heute haben wir den 1. Dezember und daher ist es endlich Zeit für unseren Adventskalender. Heute mache ich mit euch Badeperlen. Ein schönes Geschenk für zwischendurch oder eine Kleinigkeit, die man immer mal mitbringen kann. Oder auch zu Weihnachten für die Tante, Oma, was ganz Individuelles. Was ganz Individuelles und richtig Schönes. Für die Badeperlen brauchen wir Speisestärke, Kokosöl, das ist nichts anderes als Palmin, Zuckerschrift oder Lebensmittelfarbe, falls da noch irgendwas anderes ist, Zitronensäure und ein natürliches Aroma. Ich habe mich jetzt für ein Orangenaroma entschieden. Ihr könnt aber auch was komplett anderes nehmen, es ist völlig egal. Also wenn ihr so kleine Fläschchen habt mit so Duftölen, die tun es auch. Also es geht einfach nur darum, etwas Schönes Duftes zu machen. Und wichtiger noch, ich möchte was Natürliches haben. Ich möchte nicht diese ganzen künstlichen Aromastoffe in den Badeperlen haben. Schließlich liegt man da komplett mit dem ganzen Körper drin. Deswegen denke ich mal, ist irgendwas Natürliches eine gute Idee. Ja, ich habe hier jetzt noch eine Küchenwaage, um das Ganze abzuwiegen und habe mir hier 100 Gramm von dem Palmin schon mal flüssig gemacht. Und jetzt packe ich einfach hier in das Schälchen meine Natronlauge, also Natron erstmal. 200 Gramm brauche ich davon und das packe ich jetzt einfach hier mal in Schälchen. Jedes dieser Päckchen hat 50 Gramm, deswegen war das ziemlich einfach und ich muss es auch nicht abwiegen. Ich packe einfach 4 Stück davon rein. Das Ganze soll 12 bis 14 Kugeln ergeben oder Sternchen. Ich muss mal gucken. Ich habe hier jetzt so einen Ring mit Ausstechförmchen und ein bisschen Alufolie. Also ihr kriegt das Rezept, findet ihr unter dem Video, was ihr alles braucht, damit ich jetzt hier auch nichts vergessen habe. Aber vom Prinzip her tut es alles. Ihr könnt auch natürlich mit der Hand was formen. Also hier ist erstmal das ganze Natron. Dann die Speisestärke, brauche ich 100 Gramm, deswegen habe ich hier eine Waage stehen. Ja, ich mache mir jetzt hier so ein kleines Loch rein und kippe dann das Öl hier rein, beziehungsweise ich glaube, ich werde mir noch einfach ein größeres Schälchen holen und das Ganze dann zusammenkippen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, aber macht das immer so, dass ihr das vernünftig rühren könnt. Und das genau habe ich jetzt im Moment das Problem, ob das hier geht mit Natron und Speisestärke, dass ich das vernünftig zusammenrühren kann. So, jetzt habe ich hier die Speisestärke und die Natronlauge zusammengerührt und das blubbert schon ein wenig. Also, ja, so soll es ja auch sein. Und dann soll das Ganze noch 100 Milliliter Zitronensäure kriegen. Das sind 100 Milliliter, deswegen kann ich die komplett jetzt mal da reinhauen. Also, es wird zu einer zähflüssigen Masse, richtig? Ich habe gerade gar nicht gedacht, weil es war erst sehr flüssig. Aber jetzt wird das doch relativ schnell zu einer zähflüssigen Masse. Und was ich jetzt als nächstes tun werde, ich werde hier verschiedene Farben reinrühren. Also nicht alles in eine Packung, sondern ich nehme wieder mein Schälchen und schnapp mir eine der Farben. Schön kann ich mir auch vorstellen, wenn das einfach so durchgezogen ist. Und gar nicht so einfarbig, sondern wirklich so ein bisschen gemustert. Ich denke mal, das wird auch recht schön werden. Ja, und im nächsten Schritt nehmen wir jetzt die Alufolie. Ich mache jetzt einfach mal so ein Stück ab. Kommt jetzt gar nicht so drauf an. Stell das mal weg. Schnappe ich mir eins von den Förmchen und packe die Masse da rein.
erstmal einen Stern. Ich mache jetzt die Schnittkante sozusagen nach unten und fülle das oben rein. Ja, jetzt könnt ihr die Masse hier mal richtig sehen. Also es ist so ein rot-rosa-orange-Ton. Schön durchgezogen eigentlich. Ich lasse das mal so. Und natürlich packe ich noch ein bisschen von diesem Orangen-Aroma da rein. Das Ganze auch richtig schön riecht nachher. Das gibt es übrigens einfach bei den Backzutaten. Ihr werdet auch irgendwie in der Drogerie was finden, natürlich. Aber letztendlich ist es ja alles dasselbe. Ja, und jetzt kommt das einfach mal hier rein. Jetzt ist es ein bisschen zähflüssig, also man muss es ein bisschen laufen lassen. Versucht, die Spitzen gut auszufüllen. Ich denke auch mal, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis das Ganze hart ist. Aber ein bisschen solltet ihr das Ganze jetzt einfach so stehen lassen, bevor ihr das wieder auseinandernehmt. Weil wenn ich das jetzt hochnehme, dann wird das wahrscheinlich meinen Stern ruinieren. Ja, ich werde jetzt einfach mal weitermachen und noch ein paar Förmchen füllen. Und dann schauen wir uns hinterher mal das Ergebnis an.